Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Und ja, wir wollten ja heute zwei Spiele machen. Ich habe mir halt so überlegt, das Ding ist halt, dieses Turnier, was wir das letzte Mal gesehen haben, dieses 11-Hour-Warm-Up, da bekommt man halt 5000 Münzen und ein Premium-Set, das ist halt nicht schlecht, aber da müsste ich jetzt vier Spiele machen gegen einen PC-Gegner, da habe ich eigentlich über, also gegen die CPU, da habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf, auch wenn es wahrscheinlich super einfach ist, aber die Belohnung ist halt so gut. Und Profi als Gegnerstufe sollte relativ einfach sein. Ich denke, ich werde es trotzdem machen. Ich werde jetzt einfach zwei Spiele machen mit der Bundesliga gegen Australien und werde dann zwei Spiele machen mit meiner Serie A-Mannschaft und danach haben wir ja schon einiges an coolen quasi. Ich denke aber trotzdem, dass ich dann erstmal weiter sparen werde und noch mindestens zwei Spiele mache mit der Bundesliga, mit Soloy, um zu gucken, ob er jetzt vielleicht mal langsam einschlägt. Und ansonsten den halt erstmal verkaufen und den besseren Stürmer holen. So. TDT, TDT, was machen wir jetzt? Wir gehen mal auf Offensiv und dann geht's los. Also ich erwarte auf jeden Fall ein sehr einfaches Spiel, weil Profi gegen Australien, die ja doch ein relativ schwaches Team sind, sollte eigentlich kein Problem sein. Und da ist der erste Angriff, aber leider knapp am Tor vorbei. Na gut. Aber okay. Wenn die so weiterspielen, dann wird's leicht. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass ich hier gegen den PC spiele. Aber wie gesagt, ein Goldpack plus 5000 Münzen. Oh, das war ein sehr schlechter Pass. Ein Goldpack plus 5000 Münzen ist halt wirklich sehr nice, ne? Da hätten wir dann sogar mal ein schönes Pack-Opening, was die Goldpacks angeht. Bisher hatten wir ja plus Bronze und Silber. Okay, da sind meine Spieler deutlich schneller. Gehen wir mal über die Außen mit Kiyotake. Ziehen jetzt nach innen, passen auf unseren Mittelstürmer Schlautraff, der leider einen Ball verliert. Aber, Kiyotake hat aufgepasst. Jetzt vielleicht mal aus der Distanz. Ne, wir legen nochmal ab auf Rode, der hier leider nicht durchkommt. So, Reinhardt ist aufmerksam. Rode geht über die Außen. Schusstäuschung. Zack, nach innen gezogen. Und Rode ins lange Eck. Okay, Rode ins kurze Eck. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte aufs lange Eck gezielt, aber naja. Eieiei, der Ball kam gar nicht so schlecht. Schöner Kopfball. Ging aber vorbei. Ach, da fällt mir gerade ein, das ist ja auch ein Turnier. Das heißt, wenn ich in dem Turnier unentschieden spiele, da gibt es Verlängerung und dann auch Elfmeterschießen. Mich wundert es auch, dass es keine Online-Turniere gibt, aber ich habe keine Möglichkeit dafür gesehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wo ging denn der Ball schon wieder hin? Der sollte logischerweise nach unten auf die Davi. Aber so richtig Lust hatten sie da nicht. Rode tanzt wieder alle aus. Auf Schlautraff. Zu Soloy. Ja, der ist im Abseits. So. Zustellen. Okay, er rennt einfach mal in der Mitte durch. Komm her, komm her. Put, 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 put. Sehr schön. Also Rode, wie immer, überragend. Aber das war mir ja vorher schon klar, dass Rode ein sehr guter ZDM ist. Ich habe irgendwie zu wenig Abschlüsse. Ich muss einfach klarer spielen, sauberer spielen, einfacher spielen. Mehr Doppelpässe, denke ich. So zum Beispiel. Ziehen wir mal in die Mitte. Also brechen erstmal ab. In die Mitte ziehen kann man das nicht nennen. Da bietet sich hier mal jemand an. Schon besser. Komm schon. Und wieder niemand da, der den Abpraller verwerten kann. Kein sogenannter Zweitschießer, Mann. Schade. Egal, also mir wäre es schon ganz lieb, wenn ich das vielleicht hier in der regulären Spielzeit schaffe, damit das nicht zu lange dauert. Oh, ich hätte eigentlich gedacht, hätte ich noch auf Passen gedrückt, aber dem war irgendwie nicht so. War abgeblockt, oder? Da hat auch niemals geradeaus so... Was?
Okay, das war ein sehr merkwürdiger Schuss auf jeden Fall. Also, in der Defensive habe ich überhaupt keine Probleme, aber nach vorne ist es irgendwie nicht so einfach, weil die CPU macht natürlich weniger Stellungsfehler. Erste Halbzeit vorbei. Also ein Tor reicht ja, weil ich glaube nicht, dass ich ein Gegentor fresse. Ich muss nochmal selber eins machen, das wäre ganz cool. Come on, Konzentration. Kurz vor der WM, also wenn ihr das Video sieht, wenn ihr das Video seht, ist die WM natürlich schon in vollem Gange, aber ich nehme das hier gerade noch vor der WM auf. Es sind noch ein paar Tage. So, sehr schön. Ach, hätte ich vielleicht nochmal rüberlegen sollen. Hätte man vielleicht auch faul pfeifen können. Ist auch geil, dass der Schiri hier schwarz ist und den anderen sehr ähnlich aussieht. Die haben so dunkelblau, Australien. So richtig die Chance haben sie nicht, aber ich würde halt gerne mal... Jetzt klären sie wohl nur noch raus, oder wie? Ich würde halt gerne mal ein Tor schießen. Oh, jetzt gibt es den ersten Wechsel. Hat uns aber nicht zu interessieren. Wir wechseln natürlich nicht. Okay, also Distanz, Rode! Oh, komm! Ah, das gibt's doch nicht! Also hat Rode auch einen guten Schuss, wie es aussieht. Schön gegen den Pfosten und schafft es dann leider nicht, den Abpraller zu verwerten. Ah, ärgerlich. Verdammt! Echt ärgerlich. Naja, was soll's. Der gefährlichste Angriff von Rode, von unserem zentral-defensiven Mittelfeldspieler. Das will was heißen. Nächster Wechsel von Australien. Die australischen Spieler kenne ich natürlich nicht wirklich. Ja, schade. Ich glaube, über diese gelupften Laufpässe brauche ich ja nicht kommen. Dafür steht die Abwehr einfach zu solide. Mann! Aber so ist es gut, mal ein paar Abschlüsse suchen. Ich denke, geht auch was aus der zweiten Reihe. Da braucht man unbedingt den Ball ins Tor tragen. Es müsste halt nur langsam mal einer fallen. Wäre so geil, wenn es hier 0-0 steht, ich ins Elfmeterschießen gehe und dann... Ah, jetzt vielleicht mal. Ah! Schön über die Schusstäuschung. Schön über die Schusstäuschung durch zwei Leute durch. Sehen wir nochmal Wiederholung jetzt, pass auf. Und zack! Sehr nice, leider wieder zu zentral, aber wie gesagt, lieber zu zentral, als dass ich wieder daneben schieße. Die Ecken gefallen mir aber heute auch nicht, was ist denn da los? Wie nimmt er denn den Ball an, verdammt nochmal. War so natürlich überhaupt gar nicht geplant. So, gehen wir mal über die Außen. Ich meine, Zoller ist ja eigentlich auch ziemlich kopfballstark. Das heißt, wir könnten ja eigentlich auch versuchen, mal über den Kopfball zu gehen. Aber ich finde halt die Flanken hier einfach nicht geil. Den komme ich nicht so gut klar. Deswegen habe ich bisher versucht, auf Flanken mehr oder weniger zu verzichten. Na? Das hält aber lange den Ball. Verdammt nochmal, gibt wohl doch die Verlängerung. Ach, das ist ja richtig geil. Ich wusste doch, warum ich nicht gegen CBU spielen möchte. Was macht er denn jetzt? Mach doch mal einen Pass. Das gibt's doch nicht, wie herumeiert die ganze Zeit. Nur um ja nicht den Ball zu verlieren. Na also. Ist aber auch Zeit. Okay, die Davi. Mann. Komm, die Davi. Das hättest du echt ein bisschen besser machen können. Rode rennt einfach durch und den Ball mit. Sehr schön. Nice. Nice, schlau drauf. Ach, ich habe schon gedacht, der Mittelstürmer zieht das Ding, aber leider. So, jetzt vielleicht mal eine geilere Flanke. Die kommt wieder auf den ersten Pfosten und wieder eher kacke. Mann, jetzt gibt's echt Verlängerung. Ich sehe schon, komm, Elfmeterschießen. Und da verliere ich dann. Weiter. Okay. Ganz, ganz ruhiger Spielaufbau. So ist es schön. Erstmal hier. Ah, hat nicht ganz so funktioniert, durch die zwei durchzuspielen. Was macht er denn? Ich weiß gerade nicht, ob er klären wollte oder halt eigentlich jemanden anspielen da
von. Das wollte ich natürlich nicht machen. Aber Rode, wie gesagt, der Bombenspieler, holt den Ball einfach wieder. So. Okay. Ah, 11 Meter. Nein, schade. Wollte eigentlich gerade sagen, müssen wir uns nur noch umdrehen mit Zoller und dann müsste es eigentlich ein Tor sein, aber dem war dann leider doch nicht so. Nicht auf ihn. Ach, spiel doch auf die Davi oder wer das war. Und der Schlauch drauf. Schade, dass die Namen nicht über dem Spieler stehen, der gerade den Ball hat. Dann würde ich nämlich leichter sehen, wer wer ist. Oh. Ich hatte ihn doch. Ich hatte ihn doch. Mein Gott, der hätte doch den Vorteil weiterlaufen lassen können. Ich hatte doch den Ball. Wäre alleine durch gewesen. Fuck. Ja, ich werde kurz spielen. Okay. Ach, der blockt da wieder. Das gibt's doch nicht. Hat er noch so ein. Ach, und dann schafft es auch noch, diesen Ball rauszuklären, dass es keine Ecke gibt. Wobei die Ecken waren bisher echt super ungefährlich. Verlängerung, ey. Ich hab's echt. Oh, nein. Gibt's doch nicht. Naja, das erste Turnierspiel und direkt die erste Verlängerung. Ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwie schaffe, ein Tor zu schießen. Ich gehe jetzt mal auf sehr offensiv. Ich brauche eh keine Defensive. So, es wird also wieder eine Stunde auf Ballbesitz gehen. Okay, Konter, meine Freunde. Jetzt mal ein bisschen schnell. Ja. Ah, ein Tick länger. Das hätte funktioniert. Na also, Schlautraff! Du Vieh! Verdammt nochmal, was für ein geiles Ding. Ich dachte mir, okay, das wird eh nichts aus der Position. Aus der Halbdrehung raus. Aber er legt ihn einfach ins lange Eck rein. Ich hab da gesagt, ein Schuss aus der zweiten Reihe reicht vollkommen aus. Ach, der Schlautraff gefällt mir, ey. Der macht einfach geile Spiele. Ist fast beidfüßig. Hat einen schönen Abschluss. Ein gutes Dribbling, einen guten Pass. Gefällt mir auf jeden Fall bisher tausendmal besser als Zoller. Da konnte er, wie gesagt, noch gar nicht überzeugen. So, jetzt können wir ja eigentlich auch mal etwas defensiver spielen. Was war das denn schon wieder? Gehen wir mal auf ausgeglichen. Ist halt blöd, dass wir jetzt erst in der Nachspielzeit geschafft haben und nicht in der Verlängerung und nicht in der regulären Spielzeit. Aber okay, so spielt das halt manchmal. Komm. Na also, da ist der Ball. Rode Aufbauspiel, wollte ich gerade sagen. Gut, erste Hälfte haben wir überstanden von der Verlängerung. 1-0. Und vielleicht schaffen wir noch ein zweites. Ach, wir hatten schon die Verlängerung. Wir haben schon gewonnen. Okay, danke. Vielen Dank, dann würde ich sagen, machen wir direkt noch das zweite Spiel. Dieses Mal hoffentlich ohne Verlängerung. Oha, gegen Argentinien, wenn ich das richtig sehe. Krass, Argentinien ist aber schon eine ziemlich starke Mannschaft, also mal schauen. Schade, dass die einen die Aufstellung nicht zeigen. Also, wer hier wo spielt und in was für eine Aufstellung. Wäre doch interessant zu wissen, was Argentinien da alles so auf den Platz bringt. Aber okay. So, das ist auf Garantie auch das Spezialturnier zur Weltmeisterschaft in Brasilien. Davon gehe ich mal aus. Dann würde man ja hier nicht gegen Nationalteams spielen müssen. Argentinien soll ja jetzt ein Tick schwieriger sein, aber gehe immer noch davon aus, dass. Oh, nice. Ich gehe immer noch davon aus, dass ich. Oh! Ich dachte schon, ey. Die Davi, sehr schön gespielt. Ich dachte jetzt schon, er haut ihn vorbei oder drüber oder der Tormann hält ihn noch. Aber da noch den Kopf zu haben und die Übersicht zu haben, dass Schlautraff danach den Spieler ganz außen sieht, die Davi, ich meine, jetzt hätte er auch schon Zoller versuchen können. Aber macht ja nichts. Macht ihn halt die Davi. Das Spiel geht dann mal gut los. So kann es weitergehen. Dann brauchen wir keine Verlängerung spielen oder Elfmeter schießen. Sehr schön. Gehen wir auch direkt wieder auf Außenklick. Ah, schön angenommen. Oh, Messi am Ball. Da muss man aufpassen. Da hat natürlich jetzt Argentinien, was die Einzeltalente angeht, oder generell, was die Mannschaft angeht, einen großen Vorteil. Aber wie gesagt,
Profi ist jetzt nicht so ein krasser Schwierigkeitsgrad. Das sollte ich eigentlich hinbekommen. Ah! Ah! Also, sehr schön. Ich bin mal auf Schlau drauf. Ah, nicht genügend Druck dahinter, das wurde jetzt zu langsam. Und die Verteidigung bzw. das defensive Mittelfeld konnte ihn abfangen. Na, jetzt hol doch mal den Ball. Nicht schießen lassen, nicht schießen lassen! Ah, zum Glück, ich habe ihn ja. So, dann machen wir mal einen kleinen Konter. Okay. Ach, schade. Ich dachte, ich bekomme noch den Ball um den Verteidiger rum, aber da war ich etwas zu optimistisch. Wollen wir mal Kiyotake von hinten ran, aber der kann auch keinen richtigen Druck aufbauen. Ja, da geht jetzt auch wieder auf Ballbesitz, aber naja. Man sagt, solange man selbst im Ballbesitz ist, kann man kein Tor bekommen, aber wenn der Gegner in der eigenen Hälfte im Ballbesitz ist und da rumtängelt, dann mache ich mir da auch nicht so viele Sorgen. Oh, da hat er sich den Ball etwas zu weit vorgelegt. Sehr schön. Okay, jetzt machen wir ein ganz langsames und solides Aufbauspiel. Vielleicht über die Außen. Nee. Ach, bietet euch nochmal an. Verdammt! Hat sich aber auch keiner angeboten. Die sind einfach mal alle hinter der Abwehr standen. Was soll ich denn da machen? Ins Abseits spielen oder was? Na also. Die Davi bleibt hartnäckig. Hat ja auch schon das Tor geschossen. Möchte wohl zeigen, dass er ein guter ZOM ist. Und das gibt's doch nicht, dieser Schlaugraf. Was ist denn das für ein Tier? Lustig finde ich nur, dass Schlaugraf eigentlich total einen Haarausfall hat. Und er hat aber irgendwie bei den FIFA-Spielen immer volles Haar. Ich glaube, EA möchte einfach keine Spieler mit Haarausfall darstellen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schon auffällig. Auch Pinola, glaube ich. Pinola hat ja auch einen ganz merkwürdigen Haarausfall. Und der hat, glaube ich, auch volles Haar. Aber macht nichts. Ich spiele auch gerne mit Schlaugraf mit vollen Haar. Wenn er hier solche Tore schießt. Also ich würde sagen, Schlaugraf als Mittelstürmer, den werde ich so schnell nicht austauschen. Er gefällt mir einfach bisher extrem gut. Aber wie gesagt, Zoller, also ich weiß nicht, ob der überhaupt schon mal ein Tor geschossen hat. Der macht einfach keine guten Spiele. Vielleicht kaufe ich mir auch schon nach dem Turnier hier einen neuen Stürmer. Muss ich mal schauen. Also, wenn er weiter so schwach spielt. Ich habe eigentlich gedacht, dass er hier im... Okay, da hatte ich mal Glück. Wird aber auch mal Zeit. Gefährlichster Angriff bisher vom Gegner. Aber gut, Argentinien ist in der Offensive halt stark. Aber wie gesagt, vielleicht hole ich mir auch schon, nachdem ich das Turnier gespielt habe, die 5000 Münzen geholt habe und das Pack geholt habe, vielleicht hole ich mir da auch schon einen neuen Bundesliga-Stürmer. Muss ich mal schauen. So, schlau drauf. Aus der Distanz. Schade. Aber das scheint er ja auch zu können. So, steht 2-0. Die Wege deuten in Richtung Ziel. Ich hoffe, das bleibt so. Dann sind wir auch schon im Halbfinale. Dann werde ich in der nächsten Folge die zwei weiteren Turnierspiele machen. Also das Halbfinale und das Finale. Und dann hoffentlich die 5000 Münzen im Sack haben und das Goldpack. Ah, knapp. So, Rode, ich wollte gerade sagen, Rode holt den Ball wieder, wie immer. Aber das war diesmal nicht so. Ich glaube, Reinhardt hat mal kurz reingespitzelt. Wieder mal eine schlechte Annahme vom argentinischen, ich weiß nicht wer, Spieler halt. Über Rode. Nochmal über außen. Ah, okay, der Pass war so, da hätte ich kurz spielen müssen, hätte ich ihn gehabt. Aber Schäfer bleibt hartnäckig. Schade. Schade, dann war der Innenverteidiger einfach zu schnell. Wobei ich bisher nicht gedacht hätte, dass ein Innenverteidiger so schnell ist bei Argentinien. Ich weiß halt, auch da ich blöderweise nicht die Aufstellung vorher gesehen habe, weiß ich auch gar nicht so richtig, was da für Leute spielen, was da die Innenverteidigung ist. Kennen wir jetzt bei den argentinischen Spielern auch nicht so aus. Mir fällt jetzt spontan kein geiler argentinischer Innenverteidiger ein, wenn ich ehrlich bin. Jetzt belagert er uns etwas, soll mich aber nicht stören. Gut gemacht, Abraham, sehr gut. Ist eigentlich auch ein relativ langsamer Spieler. Ach, das gibt's doch nicht. In die Mitte auf Rode. Mist, unser Angriff direkt wieder weg, ey. Ball rein. Na also.
Wieder am falschen. Diesmal hat er auf Rode gespielt, wo er eigentlich auf. Das ist doch abseits. Das ist doch abseits. Was? Er gibt 11 Meter. Das war doch komplett beigespielt. Was macht er denn? Gibt's Wiederholung? Wiederholung. Ich möchte eine Wiederholung sehen. Wiederholung ran. Ach, es wechselt erstmal. Gibt keine Wiederholung. Na gut. Ich werde nach links springen. Ah! Oh, richtige Ecke gehabt, aber er war einfach perfekt geschossen. Er war einfach zu hoch von Messi. Und dadurch konnte ich leider. Konnte ich leider nichts machen, obwohl ich in der richtigen Ecke war. Sehr ärgerlich. Oh, das war auch wieder toll gespielt von Rode. Jetzt wird es ja doch nochmal spannend mit dem Anschlusstreffer. Hoffen wir. Oh, jetzt macht er mit den Tricks oder was? Hoffen wir mal, dass es nicht noch spannender wird. Das wäre mir nicht so recht. Zurück auf den Thurmann und Benaglio spielt ihn mal kurz auf Abraham, der auf Rafinha, Rode, ins Aufbauspiel, auf Schlautraff, der wieder mal überaus gut gefällt. Soloi halt, wie gesagt, dafür überhaupt gar nicht. Er macht einfach nichts, also haben noch keine geile Aktion von ihm gehabt. Ich meine, die geilste Aktion wäre natürlich ein Tor, immerhin holt er mal eine Ecke raus. Wäre, denke ich, auch ein guter Schuss geworden. Also war straff geschossen und ging, denke ich, auch aufs Ziel. Die Maria wird ausgewechselt. Gegen Gago, okay. Komm! Wollte gerade sagen, und jetzt mal aus der Distanz von einem. Jetzt mal aus der Distanz. Und! Oh, das war ein satter Schuss. Der war schön. Ich glaube, das war die Derby wieder. Die Derby gefällt mir, muss ich sagen, in dem Spiel auch gut. Aber wie gesagt, man kann halt gegen so eine CPU jetzt auch nicht unbedingt als aussagekräftig sowas ansehen. Der Ball kommt da schon viel besser. Der Ball kam da schon mal viel, viel besser als sonst. Und Papadopoulos, absolute Lufthoheit, macht das Ding sehr nice. Ich glaube, das erste Tor von Papadopoulos für uns. Aber ist halt auch super Kopfballstark. 86 auf Kopfball. Und da hat sich seine Kopfballstärke endlich mal ausgezahlt. Und jetzt haben wir, denke ich, auch den Deckel drauf gemacht. Ich glaube, oh, schlau drauf. Sehr schönes Ding. Oh, Soloi, setzt er sich durch? Ja. Aber er schafft es leider nicht, am Thurmann vorbeizukommen. Da möchte ich ihm aber jetzt nicht unbedingt Vorwürfe machen. Es war einfach. Da war auch einfach schon relativ. Ach, dieser Schlautraff. Was für ein Tier. Da war er einfach schon relativ nah am Thurmann dran. Das war, Leute, da muss man ihm keine Vorwürfe machen. Aber der Schlautraff hat einfach so einen guten Schuss, ey. Das gibt's gar nicht. So, ich versuche nochmal, den Spaß zu wiederholen. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. Schade. Okay, dann haben wir es geschafft. Das zweite Spiel gewonnen. Sehr nice. Dann werden wir, wie gesagt, beim nächsten Mal das Halbfinale und das Finale spielen mit unserer Serie A. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall Soloi verkaufen nach dem Turnier. Also, ja, der überzeugt mich einfach überhaupt nicht. Mal schauen. Wir können ja jetzt nicht wirklich so richtig planen, was für einen Stürmer wir dann holen. Da müssen wir einfach gucken, was gerade angeboten wird. Ich werde es, denke ich, nicht so machen, dass ich jetzt direkt den Überstürmer hole und halt, keine Ahnung, mein Zug ist von rein und dann können wir nie wieder wechseln, weil es schon mit das Beste ist. Sondern ich werde einfach gucken, was sich gerade so preiswert auf dem Markt anbietet. Und wenn ich irgendeinen interessanten Spieler sehe, dann kaufe ich den, sodass wir einfach mal ein bisschen mehr Wechsel drin haben. Okay. Ich hoffe mal, dieses Mal stürzt das Spiel nicht ab wie beim letzten Mal. Ich musste nämlich auch nochmal das Update runterladen, so gefühlt 10 Mal. Ich hoffe, das Problem wird es dieses Mal nicht geben. Oh, es geht schon wieder nicht weiter, oder was? Aber wir hatten doch jetzt das erste Spiel ohne Probleme absolviert. Da ging es doch auch weiter. Ja, Fakten, Events, alles nicht mehr möglich. Dann weiter ist grau hinterlegt. Oh. Und das letzte Mal, als in der letzten Aufnahme nämlich, ja, das Spiel dann hab abbrechen müssen. Das heißt abbrechen, ich wollte es sowieso beenden. Aber ich musste dann ja quasi das Programm zwingend beenden und danach muss ich das Update nochmal installieren. Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Ach, wie ärgerlich. Naja, egal. Wenigstens haben wir die zwei Spiele hinter uns. Ich denke mal, der Sieg ist auch gewertet worden. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim Halbfinale und beim Finale. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr Spaß am Turnierspiel hattet. Wie gesagt, gegen die CPU werde ich nicht oft kämpfen. War eben nur, weil die Belohnung für dieses Turnier so schön ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, euer Paxis.